Was sind EM-effektive Mikroorganismen? Das ist im Grunde nur ein Markenname. Ein Markenname, den sich der Professor Tero Higa aus Japan ausgedacht hat. Und das hat er Anfang der 1980er Jahre entwickelt, diese Mischung von Mikroorganismen. Das sind eine Mischung aus Milchsäurebakterien wie im Joghurt oder Käse, Hefen wie im Brot oder Bier und Photosynthesebakterien und begleitende Arten, wie sie überall in der Natur vorkommen und in dieser Symbiose gerne zusammenkommen. Wenn diese drei Gruppen vertreten sind, dann haben wir es mit EM zu tun. Und der Professor Higa hat das damals entwickelt, um in der Landwirtschaft Nährstoffausnutzung, also weniger Düngemittel zu brauchen, gesündere Pflanzen zu haben, Schädlinge zu vertreiben und hat relativ schnell gemerkt, Mensch, das kann man ja auch für die Gesundheit anwenden. Er hat nämlich selber bei seinen Vorträgen dann immer gerne mal einen Schluck EM genommen, um zu zeigen, guck mal, seinen Landwirten, denen er das erklärt, guck mal, ist ungiftig. Kann man auch trinken, jawohl. Und hat dabei selber schnell gemerkt, Mensch, mein Darm ist ja viel besser, ich bin gesünder, ich bin widerstandsfähiger. Ich habe nicht mehr diese chemische Sensibilität, die er vorher hatte. Er war nämlich allergisch und hat schlecht reagiert auf die ganzen Pflanzenschutzmittel, weswegen er überhaupt angefangen hat, sich mit biologischer Landwirtschaft zu beschäftigen. Ja, und was er da gefunden hat, der Professor Higa in den 80er Jahren, war Sauerkrautsaft. Eine gewaltige neue Entdeckung. Sauerkrautsaft, was natürlich unsere Vorfahren schon seit Jahrtausenden kannten, hat er da wiederum neu zusammengestellt, sozusagen im Labor, mit Melasse-Lösung stabilisiert. Also dadurch, dass er das mit Melasse vermehrt hat, das war der eigentliche Geniestreich, hat er das sehr stabil bekommen. pH-Wert 3,5, so wie Sauerkrautsaft. Und ist Monate und Jahre haltbar in der Flasche. Also das war die eigentliche Entdeckung, könnte man sagen. Ansonsten ist es eine Mischung, die überall in der Natur vorkommt. Auch bei uns Menschen schon Sauerkraut, Sauerteig, Silage, wie es der Bauer macht. Aber selbst in der Natur, im Regenwurmdarm haben wir eine ähnliche Mikrobiologie, im Pansen der Kuh haben wir eine ähnliche Mikrobiologie. Überall da, wo wir eine aufbauende Mikrobiologie bekommen, gutes Milieu, da stellt sich diese Symbiose von alleine ein. Und das ist auch der Grund, warum EM in so vielen Gebieten funktioniert. Normalerweise würde man ja sagen, ja, ja, kannst du trinken, kannst du mit Schädlingen bekämpfen, kannst du Pilze mit vertreiben, vielleicht noch in der Landwirtschaft und dann auch noch deinen Teich mit sauer machen. Selbstverständlich. Aber warum funktioniert das? Weil es ein Grundprinzip in der Natur ist. Es gibt in der Natur immer wieder, das ist das aufbauende Prinzip, wenn diese drei Gruppen zusammenkommen, dann entsteht diese Symbiose und dann entstehen Vitamine, Antioxidantien, dann werden Giftstoffe abgebaut, dann werden Krankheitskeime vermindert. Und dieses aufbauende Prinzip ist eben überall gleich, sei es im Boden, sei es im Teich, sei es in unserem Darm, sei es auf dem Feld. Und deswegen funktioniert EM in so vielen verschiedenen Bereichen. Ja, in dem Sinne, auch für Sie, Prosit! Was sind die Anwendungen von EM? Und da gibt es ja so eine wahnsinnige Bandbreite, dass man ja da schon also als einzelner Mensch, Anwender, Verkäufer absolut den Überblick verliert und sich auf irgendwas konzentrieren muss. Aber das ist eigentlich eine der großen Leistungen von Professor Higa. Ich habe ja gesagt, die Mischung, die er da gefunden hat, ist trivial. Sauerkrautsaft hatten die Menschen schon seit Jahrtausenden. Was eine der genialen Sachen war, dass er es mit Melasse vermehrt hat, das EM. Und die andere geniale Sache war, dass er outside the box gedacht hat, also schnell neue Anwendungsgebiete für diese Mikroorganismen gefunden hat. Er könnte das ja bis zum heutigen Tag einfach nur für die Landwirtschaft anwenden, ein bisschen seine Zitrusfrüchte sprühen und die Orchideen damit gießen und gut ist. Aber nein, eine seiner ersten Sachen war schon Bodensanierung. Kann ich da Dioxine, polyaromatische Kohlenwasserstoffe, PRKs und sowas abbauen? Dann ging es relativ schnell mit Gesundheit los. Das hat er ja demonstriert, dass er seinen Landwirten zeigt, guck mal, das Zeug ist ungefährlich, das kannst du auch trinken. Und hat gemerkt, Mensch, das ist ja gut für die Gesundheit. Das war dann schon ein zweiter großer Anwendungsblock, der sich da plötzlich auftat. Dann ganz schnell Wasser. In Japan, auch wie bei uns, große Probleme mit der Wasserqualität. Gerade in Tokio und im Meer, Überdüngung und so. Und da hat er relativ schnell angefangen, Bäche, Flüsse, Meerbusen, Kanäle in Tokio mit EM zu behandeln innerhalb weniger Jahre.
Ja, also das eine der großen Leistungen von Professor Hieger, schnell die Grenze zu überspringen und guck mal, was man mit diesem Mikroorganismus noch alles machen kann. Also das ist eine Leistung, die vor ihm wenige andere mit dieser Mischung hingekriegt haben. Ja, was sind heute die großen Anwendungen für den kleinen Anwender? Garten, ganz klar. Und das heißt Gießen, 1:200 verdünnt. Das heißt, 2 Schnapsgläser in die Gießkanne, Pflanzen damit gießen, Kompost damit durchfeuchten, Mulch damit angießen. Kann man ruhig alle 2 Wochen machen. Also man kann es eigentlich nicht überdosieren, aber so aus ökonomischen Gründen würde ich sagen, alle 2 Wochen mal mit DM gießen ist eine gute Sache. Dann gibt es Sprühen, 1:10 verdünnt, gerade bei größeren Flächen kann man das auch im Garten sprühen. Zum Beispiel haben wir wunderbare Erfolge bei Buchsbaumpilz, Buchsbaumzünsler, wenn man die regelmäßig, also am Anfang erstmal jede Woche, dann 5-mal im Jahr mit EMA, Triateraktiv 1:10 verdünnt sprüht, dann werden die stabil gegen den Pilz. Der Zünsler interessiert sich nicht mehr für die Pflanzen. Und so ist es auch mit vielen anderen Sachen, sei es Monilia-Spitzendürre, sei es Läuse, die das nicht mögen, sei es Kräuselkrankheiten, also alle möglichen Pflanzenkrankheiten und Pflanzenprobleme, die man damit auch mit Sprühen, mit intensiven Sprühen im Griff kriegt. Zum Beispiel im Sonderkulturanbau, also tatsächlich professionelle Landwirtschaft, die dann Äpfel und Kirschen und was weiß ich, Erdbeeren, also Gemüse, teure Sachen ernten. Da lohnt es sich tatsächlich alle maximal 2 Wochen 1:10 verdünnt EM auf die Kulturen zu sprühen, einfach um eine ganz stabile Mikrobiologie zu kriegen, um Pilze fernzuhalten, um die Pflanzen gesund zu machen, dass sie widerständig sind gegen Insekten und so weiter. Das ist also der Garten, ein ganz großes Anwendungsgebiet. Das nächste wäre dann Haushalt, Reinigung. Jetzt wird es wirklich verrückt. Ja, man kann mit diesen Mikroorganismen reinigen. Ist wie ein Essigreiniger, ist ja sauer. Nur, dass es kein Essig ist, sondern überwiegend, sondern Milchsäure. Aber es ist eben auch Säure, löst auch Schmutz. Auch die Mikroorganismen produzieren ja, um sich zu ernähren, die haben ja keinen Mund. Alles, was die essen wollen, müssen die erstmal auflösen. Mit Enzymen. Die haben also spezielle Enzyme. Die Säure hilft dabei, aber die Enzyme löst ihnen die Nahrung auf und dann können sie sie aufnehmen. Und das ist genau das, was ein Putzmittel macht. Ein Putzmittel löst den Dreck auf, mit der weggewischt werden kann. Und genau das machen also auch die Mikroorganismen. Also wenn man EM im Haus, also wie ein Essigreiniger bei milder Verschmutzung, bei leichter Verschmutzung kann man das alleine nehmen. 1:100 verdünnt sprühen, Fenster putzen, 1:200, 1:500 wischen. Dann hat man schon mal nicht nur, dass die Mikroorganismen dann in dem Moment als Putzmittel wirken, sondern sie bleiben ja auf der Fläche und man kriegt tatsächlich so eine Art Lotus-Effekt. Also die Fenster braucht ungefähr doppelt so lange, bis sie wieder so dreckig werden. Man muss nur halb so oft Staub wischen, weil die Mikrobiologie eine andere ist, die Elektrik, ja, die produzieren ja freie Elektronen, Antioxidantien. Also ganz spannend im Haushalt auch. Ja, dann großer Anwendungspunkt natürlich für die EM-Produzenten und Anwender in Deutschland, Landwirtschaft. Da haben wir natürlich ganz viel mit organischem Material, mit Fäulnisprozessen, mit Krankheiten zu tun. Da kann EM ganz viel tun. Allerwichtigste Anwendung, Silage. EM in Silage, die Landwirte werden das kennen, Mais oder Gras, wie Sauerkraut. Man macht es im Grunde auf einem großen Haufen oder in diesen Plaster-Rundballen eingewickelt. Sauerkraut aus Gras oder Mais, Silage. Wenn man da EM mit reinmacht, 1 Liter pro Tonne, dann steuern wir diese Fermentation besser, kriegen eine intensivere Ansäuerung, eine schnellere, das wird stabiler, sehr, sehr stabil werden diese Silagen und die Tiere fressen das lieber und die Tiere sind leistungsfähiger, gesünder, wenn sie das fressen. Ganz normal, da gibt es Technik, dass es auf das Silier gut gesprüht wird. Dann Fütterung, direkte Fütterung, typischerweise 100 bis 200 Milliliter pro Milchkuh zum Beispiel, also pro Großvieheinheit. Man kann das natürlich auch Schafen und Schweinen füttern, entsprechend umrechnen mit ungefähr 1% von der Futteraufnahme, Trockenfutteraufnahme, beziehungsweise eben 100, 200 Milliliter für so eine Milchkuh zum Beispiel. Auch ganz interessant, Verdauung, Gesundheit, gerade wenn die Tiere gestresst sind, wenn sie Futterumstellung haben, wenn sie Zellzahlen haben, ne, das ist so ein Anzeiger für die Tiergesundheit. Und so, dann kann EM da viele Probleme lösen. Okay, dann geht's in den Stall. Stallhygiene.
Da haben wir mit Fliegen zu tun, da haben wir Luftprobleme, Geruchsprobleme. Tatsächlich ist es so, und das ist kein Scherz, wenn Sie einen Landwirt haben, der Ihnen benachbart ist und Ihnen die Wäsche stinkt oder regelmäßig Sie mit stinkender Gülle einnebelt oder eben der Stall einfach stinkt, man kann mit intensiver EM-Anwendung diese Gerüche komplett wegkriegen. Sie können Ihrem Sonntagsanzug durch den Stall gehen und sich danach an den Tisch setzen. Ohne dass sie riechen werden, wenn der Stall regelmäßig mit EM ausgesprüht wird. Da gibt es inzwischen automatisierte Technik, gerade Hühnerbereich, Schweinebereich, wo man das viermal am Tag oder sogar öfter den Stall einmal damit ausnebelt. Da kriegen sie so eine stabile Mikrobiologie, da riecht nichts, da stinkt nichts, der Kot wird locker, leicht wegputzbar. Also da kann man auch für die Haut der Tiere, für die Lungen der Tiere wunderbar. Ja. Nächster, immer im Kreis rum, jetzt sind wir im Stall schon durch, jetzt kommt es in die Mistgülle. Auch da kann man mit EM Fäulnisprobleme lösen. Das sind ja immer Fäulnis, ist immer Krankheitskeime, Giftstoffe und Nährstoffverluste. Das, was Sie riechen, Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff, das sind letztendlich Düngemittel, die da durch die Luft weggehen, die der Landwirt eigentlich bezahlen muss. Und die kann man, das kann man mit EM verhindern, dass diese in die Luft gehen. Dass das eben nicht fault, dass es nicht stinkt, dass es in der Gülle, im Mist drin bleibt, der Stickstoff. Und dementsprechend der Landwirt da dann auch wieder Geld spart und keine Gerüche produziert und einen gesünderen Boden, gesündere Pflanzen produziert. Ja, Gülle, Mist, wir rechnen ungefähr 1 Liter Mikroorganismen pro Kubikmeter Mist. Wenn man es da noch anwenden muss, falls man es nicht schon gefüttert hat und im Stall gesprüht hat oder so. Und wir rechnen ungefähr 0,2 bis 0,5 Liter Mikroorganismen pro Kubikmeter Gülle. Aber da ist es schon wichtig, wenn man komplette Geruchlosigkeit will, da muss man schon ein bisschen früher anfangen, beziehungsweise das in der Gülle speziell noch kombinieren, zum Beispiel mit Gesteinsmehl oder Pflanzenkohle, die man damit reinmischt. Ja, so, dann geht es in Richtung Wasser. Man kann ja auch im Wasser ganz viel mit EM machen, Teiche. Wir haben ganz, ganz viele Gartenteichbesitzer. Da haben wir sogar, wir als Produzentenhändler, sogar ein Teichpaket extra. Aber auch für große Gewässersanierung ist das denkbar, dass man EM in Gewässern einsetzt. Auch das gleiche Problem wie überall. Wir haben Faulschlamm. Wir haben eine faulende Mikrobiologie, die vergiftet sozusagen die Biologie im Gewässer. Wenn wir da EM reinmachen, wird der Faulschlamm aufgearbeitet, die Pflanzen wachsen besser, die Fische sind gesünder. Man könnte es also auch in Fischzucht und Industrie einsetzen, Fischzucht und Pflanzenzucht im Wasser einsetzen. Und dadurch, dass die Mikroorganismen bei der Umsetzung der Nährstoffe helfen und die Pflanzen besser die Nährstoffe aufnehmen, dadurch wird der Teich klar, weil die Nährstoffe nicht mehr im Wasser sind, sondern aufgenommen werden und dann wird er klar. Also EM hilft nicht gegen Algen. EM unterstützt die Wasserpflanzen. Die Wasserpflanzen ziehen die Nährstoffe aus dem Wasser und die Nährstoffe werden allgemein schneller umgesetzt und dadurch gibt es weniger Algen im Wasser. Okay. Kläranlagen, ganz großes Anwendungsgebiet und da denke ich mal, sind wir vielleicht sogar auf dem Sprung, dass wir das über kurz oder lang in alle großen Kläranlagen Deutschlands mit anwenden werden, weil das so erstens günstig und zweitens gut ist. Fast alle großen Kläranlagen haben Probleme mit Gerüchen im Kanalsystem, in der Kläranlage selber. Und wenn wir da an der richtigen Stelle EM zudosieren, dann sparen sie sich ganz viele Chemikalien und vermeiden diese Fäulnis und dadurch die Gerüche. Dadurch rotten denen auch die Rohre nicht weg und so weiter. Ganz viele Kleinkläranlagenbesitzer natürlich, wo das denen aus der Anlage rausstinkt, die Schlammprobleme haben, die verstopfen. Wenn wir da regelmäßig EM reinmachen, läuft das rund. Also die Anwendungsbreite ist, das war jetzt wirklich nur Lichtblitze, was alles mit EM gemacht werden kann. Tatsächlich überraschen mich die Kunden jeden Tag aufs Neue, was sie mit EM noch machen. Sei es, dass sie ihr Dach einsprühen gegen Moos oder, ja, weiß ich nicht. Also probieren sie es selber aus. Es gibt da noch ganz viel zu entdecken, was man mit diesem effektiven Mikroorganismen, diesem Grundprinzip in der Natur alles machen kann.